Ja, es ist hinter mir hier zu sehen, das, was von der Tankstelle noch übrig ist. Im Prinzip nur die Stahlträger dieser Dachkonstruktion. Alles andere ist runtergebrochen oder musste eben von der Feuerwehr, das habe ich gestern ja auch selbst noch beobachtet, aufgeschnitten werden, dass man da an Glutnester kommt, weil ja immer wieder auch das Feuer aufflammte. Das ist einfach das ganze verbaute Material, was es dann ganz schwer macht, sowas zu löschen. Hier liegen verkohlte Holzbalken, es baumelt ein verschmortes Plastikteil an so einem dünnen Metalldraht eben von dieser Konstruktion hier runter. Ich habe mit Tank und Rast telefoniert und da heißt es, klar, muss natürlich hier aufgeräumt werden. Die Raststätte, die ist derzeit gesperrt. Wie lange das noch dauern wird, das ist noch nicht klar.